Willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online, Session 271, Folge 1300 irgendwas. So, ich weiß nicht die Folge, ist auch egal, interessiert doch keinen, ne? So, wir sollen zurück nach Shaunhelm, die erinnerungswürdige Vergangenheit ist Vergangenheit. Und war Teil der letzten Folge, die vergangen ist. Und jetzt müssen wir den Abkömmling Stenrix finden. Wenn ihr das Video schaut und euch das später gefallen hat oder euch von am Anfang gefällt, würde ich mich über ein Like freuen. Ja, der ist tot, Jim. Ich habe gerade den Guild Wars Reflex und wollte hinspringen. Das kannst du in dem Spiel ja nicht, das ist ja verboten. Na, verboten nicht. Ich würde allerdings eine Seelenscherbe von Harry verlieren. Die brauche ich noch. Wieder angreifen, ohne dass das eine Straftat ist. Ich habe gerade einen Vampir gespielt und da ist ja jeder Angriff beinahe eine Straftat. Oh ne, 100% Runs mache ich nicht. Also ist das ein Squid? Ne. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich habe versucht bei AC2. Ihr trampelt herum wie ein verwundeter Guar. Wollt ihr, dass der Feind uns frisst? Aber nein, will ich doch nicht. Runter, ihr Närrin! Wollt ihr, dass die Blutunholde uns sehen? Steh jetzt! Steh! Hadusa braucht jetzt ihre Ohren. Nein, wartet. Schluss damit. Lasst uns reden. Ihr könnt Hadusa helfen, ja? Die ist ein Vampir. Und hallo, nach Twitch. Was für Hilfe bietet ihr euch? Was für Hilfe? Die nützliche Sorte natürlich. Ich wollte diesen Weiler eigentlich erreichen, bevor das Böse in ihm einfiel. Und dann nach Konstabler Maldrit suchen und ihm meine volle Unterstützung anbieten. Doch diese wurde aufgehalten und der Konstabler ist nirgendwo zu sehen. Moiras Hoffnung ist verloren. Also, was soll ich für euch tun? Geduld. Hadusa wird es erklären. Die Überlebenden. Um sie geht es uns zuallererst. Wir gehen zusammen rein und... Nein, zu auffällig. Wir rücken getrennt vor. So ziehen wir weniger Aufmerksamkeit auf uns. Hadusa hat bemerkt, dass ein paar Überlebende in Richtung der großen Scheune in der Ferne gegangen sind. Trefft mich dort. In Ordnung, ich treffe euch dann in der Scheune. Ihr geht zuerst. Dann wird sich Hadusa davon stehlen. Weniger Chance, dass wir beide so von diesen verfluchten Kreaturen gefangen genommen werden. Kann ich ein paar Fragen stellen, bevor wir Moiras Hoffnung betreten? Wenn ihr müsst, aber beeilt euch bitte damit. Überlebende haben die schlimme Angewohnheit, zu Tode zu kommen, wenn man sie unbeaufsichtigt lässt. Wo bin ich ja eigentlich hier? Diese sagt es euch, damit ihr es wisst. Dies war einst ein friedlicher Weiler namens Moiras Hoffnung. Jetzt ist er ein Katastrophengebiet. Was ist hier los? Muss Hadusa denn alles erklären? Ja. Seht euch um. Die Leute aus Moiras Hoffnung wurden entweder in Blutunholde oder in Futter für Blutunholde verwandelt. Hadusa kann nichts dazu sagen, was die Hintergründe dieses ganzen Grauens angeht. Wer genau seid ihr überhaupt? Jemand, die sich wünscht, sie wäre rechtzeitig hier eingetroffen, um diese Tragödie abzuwenden. Aber wenn Wünsche Fische wären, wäre Hadusa eine äußerst glückliche Katze. Diese ist hier, um zu helfen. Und jetzt bitte, die Überlebenden brauchen uns. Ah ja, cool. Gut. Eine Stadt mal wieder unter Vampirproblem. Hatten wir das nicht gemacht? Nee, wir sind vorbeigelaufen. Aber gerne. Ich freue mich immer, wenn ich Leuten den Atronarchen entdecken lassen kann. Und Spiele näher bringen kann. Das finde ich cool. Näher bringen lassen kann? Sich Leuten Spielen näher bringe. So rum. Das habe ich schon öfter gehört.
Bleibt zurück, Vampir! Ich durchbohre euch mit diesem Schwert hier! Beruhigt euch, Glatthaut. Euer Mut ist bemerkenswert, aber hier völlig unangebracht. Wir sind hier, um zu helfen. Und wie soll ich euch bitte vertrauen? Diese hätte euch jederzeit überwältigen können. Tretet zurück, sonst wird Adusa euch dieses Schwert dorthin schieben, wohin die hellen Monde nie scheinen. Was? Wie könnt ihr es wagen? Oh, in Ordnung. Dann setze ich mich einfach hin oder so. Okay. Sterbliche. Man zeigt ein wenig Interesse und das ist der Dank. Ich muss das mal kurz anders machen. Besser. Sterbliche. Man zeigt ein wenig Interesse und das ist der Dank dafür. Und wo ist der Konstabler? Warum ist er nicht hier? Aber das ist ein Rätsel für ein anderes Mal. Die Überlebenden sind unsere Priorität. Dennoch, diese Vampire, sie sind besonders ungewöhnlich. Was meint ihr mit ungewöhnlich? So viel Präzision, so viel Koordination. Nur selten habe ich gesehen, dass sich Vampire wie eine Armee und nicht wie eine wilde Horde verhalten. Das war kein Raubzug, das war eine Besatzung. Wir müssen rasch handeln. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Feind auf uns aufmerksam wird. Wie lautet also der Plan? Ihr bleibt hier und beschützt diese Einheimischen. Ich ziehe los und suche nach weiteren Überlebenden. Nein. Nein, das machen wir umgekehrt. Es ist besser, wenn ihr sucht und Adusa bleibt hier. Haltet Ausschau nach Hinweisen auf den Konstabler. Ich werde versuchen, mehr über unseren Feind zu erfahren, während ihr weg seid. Erzähl mir mehr über den Konstabler selbst. Ihr stellt viele Fragen. Wie ein Junges, das zu viel Mondzucker geschleckt hat. Konstabler Maldred ist ein Freund. Ein vertrauenswürdiger Kontaktmann. Wir haben früher schon zusammengearbeitet. Und wo wir gerade von der Arbeit sprechen, habt ihr nicht ein paar Überlebende zu retten? Dieser Einheimische nannte euch ein Vampir. Das bin ich, ja. Ihr habt doch sicher inzwischen gemerkt, dass nicht jeder Vampir ein Monster ist. Adusa hofft, dass euch das kein Unbehagen bereitet. Es gibt immer noch Überlebende, die unsere Unterstützung brauchen. Okay. Rettet die Vermissten. Blut und Holde stärkt. Göttliche, rettet mich. Bitte, ich trete eurer Armee bei. Wirklich, das werde ich. Tötet mich nur nicht. Wovon sprecht ihr? Oh, ihr seid gar keine von denen, oder? Den Göttlichen sei Dank. Sie sind einfach in die Stadt marschiert. Als würde ihnen hier alles gehören. Diese eiskalte, grauenhafte Frau. Sie hat den Soldaten etwas zugeflüstert. Und dann begannen die Leute, sich zu verändern. Zu verändern? Wie denn? Die Frau machte eine seltsame Geste. Und die Einheimischen fingen an, sich in Blutunholde zu verwandeln. Dann ist sie einfach weggegangen und hat ihre Gefährten. Sie waren so schnell, so stark. Sie begannen, die Leute in Stücke zu reißen. Jeder, der sich nicht verwandelte, wurde angegriffen. Ein bisschen off-topic. Sie machte eine seltsame Geste. Was ich gerade schaue, ist Naruto. Jutsu der Umwandlung. Kommt, wir müssen nach anderen Überlebenden suchen und zur Scheune aufmachen. Andere Überlebende? Ich hatte es nicht zu hoffen gewagt. In Ordnung. Geht voran. Gut, unterwegs gibt's aber auch noch ein bisschen Gegner. Sind sie weg? Ich dachte, dass ihr mich zur Scheune bringen wolltet. Oh, schön in dem Berg. Wo sind die Scheune überhaupt? Wo willst du hin?
Ich gehe davon aus, das ist die Scheune hier. Aber nicht die Scheune. Nehme ich halt alle mit. Kann sie alle retten. Hi. Macht schon! Versuchen wir es! Ich sterbe lieber im Kampf, als in eine dieser bemitleidenswerten Kreaturen verwandelt zu werden. Ich gehöre nicht zu denen. Ich bin hier, um euch zu retten. Nun, das ist eine Erleichterung. Ich war mir sicher, dass ihr mich umbringen würdet. Ich wünschte nur, ihr wärt rechtzeitig gekommen, um meinen Vater zu retten. Was ist eurem Vater zugestoßen? Sie nannten sie Leraya. Sie hat verlangt, dass wir uns aufstellen, um ihren Segen zu erhalten. So hat sie es genannt. Ihren Segen. Mein Vater fasste sich als erster ein Herz und sagte ihr, wohin sie sich ihren Segen schieben kann. Sie hat ihm die Kehle herausgerissen. Autsch. Ihr habt mein Beileid. Aber wir müssen uns in Sicherheit bringen. Natürlich. Ihr habt recht. Ich weiß, dass ihr recht habt. Geht voran. Kommt mit. Kommt mit mir ins Abenteuerland. Ein Hort voller Vampire. Göttliche, steht mir bei. Hä? Sind sie weg? Ich dachte, dass ihr mich zur Scheune bringen wolltet. Auf einmal ging der Strahl nach unten. War sie direkt vor mir. Das zerrissene und zerbissene Fleisch dieser kürzlich ermordeten Opfers weist für solch einen gewaltsamen Tod erstaunlich wenig Blut auf. Danke, Spiel, für diese sachliche... Hey, hey, warte. Wo rennst du denn hin? Wo laufen sie denn hin? Ich will mit ihnen über Gott und die Welt sprechen. Und über den Dolm da drüben. Brauche ich denn den dritten? Achso. Stimmt. Der dritte war tot. Verlorene Hoffnung heißt die Quest. Das muss ich mir mal aufschreiben. Moment. Verlorene Hoffnung. Oh, der hat sich verbarrikadiert. Ich weiß, wie ich mit eurer Art umzugehen habe. Wenn ihr näher kommt, trifft euch das direkt ins Herz. Sieht aber auch cool aus. Er muss einen Hut getragen haben, weil der Dreck endet genau hier. Ganz ruhig, ich bin hier, um euch zu retten. Da, wo ich gerade bin, bin ich völlig sicher. Vielen Dank der Nachfrage. Ich habe eine scharfe Klinge und reichlich zu futtern. Es ist richtig gehend gemütlich. Aber diese verdammten Blutsauger haben die Einheimischen in ihre wilden Kettenhunde verwandelt. Das ist durch und durch niederschmetternd. Die Göttlichen sollen sie alle holen. Ihr werdet in der Scheune bei den anderen Überlebenden sicher sein. Es gibt noch andere Überlebende? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Hab ich doch. Ich werde euch folgen. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Diese Kreaturen sind nicht wie andere Vampire, wie ich sie aus Büchern und Geschichten kenne. Sie sind eher wie eine götterverdammte Armee. Ach, da kommt er raus, okay. Den da überlasse ich euch. Ich übernehme den nächsten. Denen haben wir es gezeigt. Als ob du den nächsten übernimmst. Die Leute machen doch eh gleich wieder. Vampir oder Blut und Hold. Ihr werdet vor Adusas furchtbar flinken Klingen fallen. Oh, als ihr weg wart, hatten wir ein paar Besucher. Natürlich nichts, womit Adusa nicht zurechtkommt. Aber wir sollten nicht viel länger an diesem Ort bleiben. Ich habe so viele Überlebende gefunden, wie ich konnte. Ja, das ist Adusa aufgefallen. Weniger als erhofft, aber mehr als erwartet. In der Zwischenzeit hat diese erfahren, dass die Vampire hier einen Kommandanten zurückgelassen haben. Er ist oben, im Haus auf dem Hügel. Solange er Moiras Hoffnung kontrolliert, kann sich diese Ortschaft niemals erholen. Ein Vampirkommandant? Militärisch gesinnte Vampire brauchen eine Struktur. Warum ist das so überraschend? Aber wir haben dringendere Angelegenheiten. Ich werde die Überlebenden aus der Stadt schaffen. Ihr müsst euch um den Kommandanten der Vampire kümmern. Trefft uns auf der Straße, sobald die Tat getan ist. Gut, wo ist denn der...
Der Kommandant muss sterben. Wo? Oh. Irgendwie konnte ich gerade nicht mehr schießen. Klick. Ich fragte mich schon, wann ihr wohl kommt, Adusa. Ich bin nicht Adusa. Neues Buch entdeckt. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich an die Prinzipien von Dienen und Beschützen geglaubt habe, aber vor kurzem wurden mir die Augen geöffnet und so viel hat sich verändert. Ich habe jetzt eine neue Sache, für die ich mich einsetze, neue Verbündete, die ich unterstütze. Wenn ich bei all dem eines bedauere, dann die Tatsache, dass ich mich jetzt gegen meine liebe Freundin Adusa Daro stellen muss. Wir kennen einander schon so lange. Es ist mir fast unmöglich, mir vorzustellen, dass sie sich jetzt gegen mich stellen wird. Ich habe diese leise Hoffnung, sie der wunderschönen Leraya vorstellen und sie von unserer Sache überzeugen zu können. Aber ich fürchte, dass meine Mühen vergebens sind. Sie ist endgültig Verandis Bann erlegen und ich bezweifle, dass ich das irgendwie ändern kann. Und so befürchte ich, dass ich am Ende die stolze und mächtige Adusa Daro sterben muss. Sollte ich die Ereignisse niederschreiben, die zu meiner Offenbarung geführt haben? Nein. Die Zeit ist knapp und ich habe im Moment viel zu tun. Sicher bleibt später noch Zeit, diese Seiten mit der Weisheit zu füllen, die mir gewährt wurde. Fürs Erste reicht es, wenn ich feststelle und festhalte, dass Leyara kein Monster ist. Ich bin doch ziemlich fasziniert von der Frau und freue mich darauf, mehr Zeit mit ihrer bezaubernden Gesellschaft verbringen zu dürfen. Ihre Worte und Taten haben mich bewegt. Ihre Vision ist jetzt meine Vision. Ihre Vision ist jetzt meine Vision. Ihre Ziele sind jetzt meine Ziele. Und das alles beginnt hier, im beschaulichen Dorf Mauras Hoffnung. Die Dorfbewohner hier sind entweder kurz davor, unserer Sache treu ergebene Blutunholde zu werden, oder sie sind bereits tot, oder liegen im Sterben. Bald schon bringen wir das Geschenk von Leyras Segen nach ganz Kluftspitze. Und dann wird ruhmreiches Chaos herrschen. Ich liebe böse Texte zu lesen. Das macht immer Spaß. Stirb! Was für eine Schande das sein muss, nicht von Adusa Daro getötet zu werden. Er hält mehr aus, als ich dachte. Das ist faszinierend. Ah, und er hat noch sein Testament hinterlassen. Maldred. Ihr habt weise gewählt, als ihr euch entschieden habt, euch uns anzuschließen. Ihr habt damit begonnen, die Bewohner von Moiras Hoffnung in Blutunholde unter eurer Kontrolle zu verwandeln. Eure Aufgabe ist ganz unkompliziert. Sorgt dafür, dass der Vorgang bis zum Ende abläuft und es keine Überlebenden gibt. Jeder, der nicht umgewandelt wurde, sollte an die Blutunholde verfüttert oder an anderweitig ohne Zögern und Gnade beseitigt werden. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, sammelt ihr die Blutunholde und wartet auf weitere Befehle. Yeah! Nice! Ich wäre das schon ganz gerne abschließen hier, diese Questline. Damit wir das in einem Video haben. Schön Holz. Naja, auf der Straße soll ich hin, ne? Da hinten.
Wenn ihr und Adusa nicht gekommen wärt, wären wir alle diesen Monstern zum Opfer gefallen. Ha. So wie ihr schaut, denkt Adusa, dass ihr erfolgreich wart. Der Vampirkommandant ist tot, ja? Jo, sein Name war Maldred. Maldred? Das ist doch der Name des... Nein, dieser krallenlose Verräter! Adusa wünschte nur, sie hätte ihm selbst den Garaus machen können. Ihr habt euch gut geschlagen, fünf Kralle. Adusa wird dafür sorgen, dass diese Leute eine sichere Zuflucht erreichen. Danach habe ich selbst noch ein paar Dinge zu erledigen. Alles klar. In Kluftspitze geht etwas Dunkles vor sich, Fünfkrallige. Verliert nicht den Kopf, bleibt wohlriechend. Was ihr hier gesehen habt, ist nur der Anfang. Bleibt wohlriechend. Das ist auch... ist auch irgendwie lustig, muss man sagen. Das sag ich nächstes Mal auch zu meinem Kumpel. Bleibt wohlriechend. Wohin will... Alles klar. Wohin werdet ihr die Überlebenden bringen? Adusa wird die Überlebenden nach Raureiftal bringen. Dort sollten sie einigermaßen sicher sein. Entschuldigt, aber diese muss erst noch verdauen, wie schnell diese Blutunholde erschaffen wurden. Und dass der Konstabler sie verraten hat. Was ist mit den Blutunholden? In der Regel entwickelt sich ein Vampir im Laufe der Zeit zurück, bis er irgendwann schließlich zu einem geistlosen Blutunhold verdorrt ist. Der Vorgang, den wir in Muiras Hoffnung beobachten konnten, verlief völlig anders. Der Blutfluch schien seine Opfer beinahe sofort in Blutunholde zu verwandeln. Es tut mir leid, dass der Konstabler die Stadt verraten hat. Warum tut ihr es dir leid? Ja. Die Kunde über die Geschehnisse hier muss unbedingt meinen Herrn, den Grafen Verandis, erreichen. Es gibt noch viel zu tun und die Zeit drängt, falls Leraya tatsächlich bereits so weit nach Süden vorgestoßen ist. Oh, das klingt, als wäre Leraya nach Norden gegangen. Oder von Norden aus runtergegangen. Na, interessant.